Hier tastet sich das Muttertier an ihre Nahrungsquelle an. Eine Höhle in ihrem Wildgebiet, dem Wohnzimmer. Sie sammelt nicht nur für sich, nein, auch für ihre Jungtiere sammelt sie fleißig. Es hat sich wieder viel angesammelt, so dass die Mutter erfolgreich alles sammeln kann, was die Jungtiere benötigen. Unter dieser Höhle befinden sich noch andere Dinge, nämlich sogenannte Krümel. Und diese Krümel können nur wie Fang aufgenommen werden. Das Muttertier verwächst mit einem Rüsseltier und verwendet ihren Rüssel, um auch wirklich die letzten Bestandteile der Nahrungsergänzung vom Boden aufnehmen zu können. Sehen Sie nur, wie majestätisch sie mit dem Rüssel unter die Höhle gleitet, um dort Staubpartikel und Krümel in sich aufzunehmen.